Ich lese aus dem Verlag Schattauer Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung und im Teil 5 Genetik bin ich angekommen bei 5.2 Zwillings- und Adoptionsstudien, dritter Absatz, was den umweltbedingten genetischen Einfluss angeht, so wird ebenfalls unterschieden zwischen Umwelteinflüssen, die von Familienmitgliedern geteilt werden und solchen, die nicht geteilt werden. So, als nächstes kommt der vierte Absatz. Tschüss.